Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Bar mit Christian Zacharias und mir. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und ich hoffe, Sie haben sich alle mit einem Getränk versorgen können. Das ist ja das Eigentliche, was einen Konzertsaal von einer Bar unterscheidet, das Getränk. Getränke sind im Konzertsaal unerwünscht. Ich wollte vorher noch, bevor wir jetzt richtig mitten in unser Bargespräch kommen, sagen, dass hier eine Videoaufzeichnung gemacht wird. Die Videoaufzeichnung wird in wenigen Tagen über die Website der Alten Oper zu empfangen sein. Wir kriegen einen richtigen, ja, Robert Schumann YouTube-Kanal. Und dann wollte ich jetzt sagen, dass Christian Zacharias vor einiger Zeit, sagen wir vor etwa 4 Wochen in New York, ein Konzert gegeben haben muss. Ich war nicht dabei. Das war in der Tully Hall im Lincoln Center und da haben sie gespielt eine frühe Beethoven-Sonate, den gleichen Schubert wie heute und den gleichen Schumann wie heute. Und mein rauschebärtiger Kollege Richard, wie heißt er nochmal? Brody. Richard Brody vom New Yorker. Richard Brody hat im New Yorker geschrieben, dass er sie sehr schätzt, weil man bei ihren Konzerten immer etwas lernen kann über die Komponisten, die sie spielen, deren Musik sie spielen. Und er hat auch geschrieben, was er bei diesem Konzert gelernt hat. Er hat geschrieben, dass der übergreifende Gedanke, den Christian Zacharias bei diesem Konzert gestaltet hat, ungefähr folgendermaßen formuliert werden kann: Beethoven ist Gott. Schubert ist ein Halbgott und Robert Schumann ist ihr Prophet. Ich fand das ganz lustig, weil es einmal einen theologischen Bezug hat, der vielleicht nicht völlig sinnlos ist, zum anderen aber, weil er den Zeitpfeil eigentlich umkehrt, insofern gar nicht theologisch vorgeht. Normalerweise müsste man ja sagen, der Prophet kommt erst und er kündigt an, was dann kommt, nämlich den Halbgott und den Gott. Richard Brody hat es umgekehrt gemacht. Fühlen Sie sich da verstanden? Hören Sie mich? Nee. Ja? Ja? Kann man das hören, was ich gerade sage? Wissen Sie, ich liebe das ja, wenn der Richard Brody schreibt. Aber manchmal bin ich auch völlig platt, was da sozusagen im Kopf vorgeht. Aber das gehört halt auch zu dem, was wir machen. Wir spielen Kunst und wir bieten die an. Und jeder, der da sitzt, hat wahrscheinlich irgendeine andere Reaktion oder andere Gedanken. Mir war das jetzt wirklich ein bisschen weit hergeholt. Und während ich Musik mache, kommen also intellektuelle Gedanken effektiv nicht vor. Das geht wirklich nur um das, was da klingt. Und natürlich denke ich auch an die Komponisten und ich denke, was ist eigentlich ein Schubert anders? Warum klingt Schubert anders als Schumann? Aber das kann ich nicht erklären mit sozusagen Geistesübungen hinterher. Das würde sich nur erklären im Hören. Also, und deswegen war das zum Beispiel heute einfach vielleicht auch ein kleines Beispiel. Es geht ja hier bei dem Festival um Schumann, aber ich habe vorher 6 Stücke gespielt, die im Grunde die gleichen Dimensionen haben wie Schumann. Das könnten Schumann-Stücke sein. Und eigentlich ist es auch interessant, vielleicht zu hören, vielleicht gab es auch ein paar Leute im Publikum, die sagten, da ist ja was, das könnte doch eigentlich schon Schumann sein oder das erinnert mich an Schumann. Aber heute war ich zum Beispiel selber platt, als dann der Schumann wirklich angefangen hat, wie unglaublich anders das war. Also wie schockierend anders dieser Komponist an diese Musik geht. Und deswegen war das vielleicht auch heute wieder mal so ein Konzert, wo ich selber noch mehr gelernt habe. Und so extrem habe ich es auch noch nie gemacht. Wenn es eingepackt ist in den großen Klavierabend,
der da in New York stattfand, da war erst die Beethoven-Sonate, nicht ganz so früh, sondern Opus 26 mit dem Trauermarsch, dann die Moments Musicaux und dann eine schöne Pause, die den zweiten Teil trennt vom ersten Teil. Und dann fing ich den Schumann an und spielte eine andere Beethoven-Sonate. Heute waren die beiden nahtlos aneinander, der Schubert und der Schumann. Und deswegen habe ich heute einen ganz anderen Schock selber erlebt, als ich in diesen anderen Klavierabenden erlebt habe. Vielleicht hätte Richard Brody über heute Abend auch geschrieben, Franz Schubert ist der Prophet und Robert Schumann Gott. Ja, nein, was ich meine, bei vielen Artikeln, bei Leuten, die sich wirklich auch entblößen und viel sagen, und er weiß, wie gefährlich das ist, darüber zu schreiben, gibt es natürlich auch immer Sachen, die wirklich interessant sind. Und am interessantesten fand ich seine Bemerkung, als er über Schumann sprach, den er wirklich fast am meisten liebt, auch von all diesen Komponisten, dass Schumann bewusst, also es scheint ihm conscious, he is conscious. Das ist ein Komponist, der weiß, worum es geht. Das heißt also, und das kann ich absolut nachvollziehen. Das heißt also, wenn Schumann, ja jetzt sag mal in simplen Worten, traurig ist oder verzweifelt oder euphorisch oder niedergeschlagen, dann ist es so, als ob er trotzdem schon daneben steht und sieht, wie er ist. Also als ob er sich schon selbst betrachten kann, was vorher in der Musik noch nicht passiert ist sozusagen. Und Schubert berührt uns, aber da erlebe ich noch keinen, der das reflektiert, sagen wir mal so. Es ist wirklich nur, es ist so. Ne? Und heute bei dem, das ist mir eben heute bei dem Abend wieder durch den Kopf gegangen, dass Schumann auch in der Arabeske, am Schluss der Epilog von der Arabeske, ist wirklich der Dichter, der spricht, aber der weiß auch, um was es geht. Der hat das alles erlebt und kann es nun fast beschreiben. Und trotzdem ist er direkt mit der Musik verhaftet. Also er redet über Musik und macht die Musik zur gleichen Zeit. Er ist ja auch eigentlich eher ein Tondichter als nur ein Komponist. Also er ist ja auch richtig Schriftsteller gewesen, genau genommen. Er hat eine Zeitschrift herausgegeben und wenn man seine Briefe liest, das ist Schriftstellerei. Gut, aber da muss man immer noch nicht in der Lage sein, das auch so umsetzen zu können. Das heißt also, so Musik zu schreiben, dass eine neue Ebene also erreicht wird. Das ist das, was bei Schumann eigentlich das Beeindruckende und Beklemmende ist. Und deswegen ist ja auch diese Woche jetzt, und Herr Holliger sagt ja viele Dinge darüber auch, dieses Fragile, dieses unglaublich Empfindliche, aber jetzt Empfindliche, weil es kurz vorm Abstürzen ist. Also Schubert ist nicht so, Schubert ist auch so empfindlich, aber der ist nicht am Rand des Abgrundes mental, sondern er ist vielleicht wirklich am Ende und solche Sachen. Aber bei Schumann, der steht da und das kann total abkippen und im nächsten Moment ist alles aus und dann fasst er sich wieder und dann irgendwann schmeißt er sich in den Rhein und dann sitzt er am Schluss in der Anstalt. Und der sieht natürlich und hört Sachen, die wirklich eigentlich keiner hört. Und diese Gefahrenzone, die haben ganz wenige in ihrer Kunst. Also in der bildenden Kunst kenne ich einige, aber in der Musik gibt es wenige, die so nah dran sind. Und man hat ja auch immer das Gefühl, dass er sich selber zuhört und, wie Sie eben schon sagten, weiß, was er macht. Also er ist eigentlich immer auf mindestens zwei Ebenen mit der Musik beschäftigt und mit sich selbst beschäftigt. Ja. Die Ebenen merken Sie auch. Und die Ebenen merken Sie auch technisch. Das heißt also, manchmal spielen Sie wirklich so, als ob die linke Hand was völlig anderes macht, auch rhythmisch, als ob das Ganze vorwärts dekaliert, also wie sagt man, also zwei verschiedene Tempi fast sich vorwärts schieben. Und eigentlich muss man es so auch spielen, glaube ich. Also manchmal muss ich wirklich versuchen, so zu spielen, als ob die Linke wirklich nicht weiß, was die Rechte macht und umgekehrt. Ne? Und dabei muss man sich auch ein bisschen verdrehen. Hm? Naja, Sie müssen, und das ist manchmal auch in der Arbeit, Sie müssen es so unabhängig können, dass Sie, und das hat jetzt nichts mehr mit alter Polyphonie zu tun, das sind Polyaktionen, das ist Polyniveaus sozusagen. Ne? Also musikgeschichtlich gesehen auf alle Fälle eine völlig neue Stufe von Gleichzeitigkeit verschiedenster Ausdrucksweisen. Ne? Ja. Richard Brody hat ja noch einen anderen Vergleich gehabt. Also für Leute, die Theologie nicht mögen, hat er noch gesagt, als Analogie zur Filmgeschichte, Beethoven ist Hitchcock, Franz Schubert ist Ingmar Bergman und Robert Schumann ist François Truffaut.
Und François Truffaut hat ja merkwürdigerweise ein Buch, ein Interviewband mit Hitchcock geschrieben. Also, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ja, ja. Das heißt, also, ja, Schubert. Nee, klar, das kann ich sogar eher verstehen. Ja. Also diese Vergleiche, Brody ist auch ein Filmmann, diese Vergleiche kann ich eher verstehen. Und mit dem Hitchcock, das kann ich auch verstehen, wobei ich früher schon oft gesagt habe, für mich, der echte Hitchcock ist Mozart. Der, und zwar nicht, weil er dramatisch so präsent ist, sondern weil er das Drama wirklich passieren lässt. Es ist der Hitchcock, der nicht in Erscheinung tritt. Beethoven ist so der Hitchcock, der immer noch zeigt, so, ich zeige euch mal, wo es lang geht eigentlich auch, wie ich weiß, wie das alles geht. Mozart macht den Hitchcock-Film und dann verschwindet er. Er zeigt sich nicht auf der Bühne. Er zeigt sich noch nicht mal die 3 Sekunden im Film, die sich Hitchcock gerne zeigt, sagen wir mal so. Das heißt also, er ist wirklich der im Hintergrund die Fäden zieht. Und Beethoven ist da viel dramatischer und viel präsenter als Ich-Person. Ne? Und den Vergleich mit Bergmann und Schubert finde ich sehr schön. Und den Nouvelle Vague, da könnte man sogar einige von den Franzosen nehmen, um zu Schumann zu gehen. Und vielleicht auch darauf hinweisen, dass die Franzosen ein unglaublich inniges Verhältnis zu Schumann haben. Die sehen ihn, die verstehen ihn, die haben oft die besten Essays über ihn geschrieben, während die Deutschen, also ich muss immer noch sagen, Schumann ist nach wie vor kein Hit. Also sie haben immer noch Schwierigkeiten, die Musik zu verkaufen. Es gibt immer noch ganz viele Werke, vor allem der späte Schumann, wo sie alle sagen, das wollen wir gar nicht haben und so. Also Schumann geht nicht sozusagen. Also Schumanns Leidensgeschichte an seiner eigenen Musik und an seiner Umgebung ist immer noch nicht zu Ende. Ja, und auch die schlechten Kritiken sind noch nicht zu Ende. Ich meine, bei den Symphonien, ich merke es ja viel, weil ich dirigiere fast mehr zur Zeit und ich mache die Schumanns Symphonien wahnsinnig gern. Klavierkonzert habe ich natürlich oft gemacht, aber auch ich liebe zum Beispiel das Violinkonzert, was eins der spätesten Werke ist und eben immer schlechte Presse gehabt. Und Clara Schumann wollte es also nicht veröffentlichen. Brahms war am Anfang auch nicht so begeistert. Es war auch interessant, in ihrem Programm zu lesen, diese 5 Cellostücke, die es gibt, die sie zerstört hat. Frau Spießig, Ehefrau, zerstört die Musik ihres Mannes, weil sie glaubt, das ist nicht gut genug oder so. Und Tätiger mit Hilfe von Johannes Brahms. Ja, das heißt also, da gibt's, und wenn Sie heute eine Symphonie dirigieren, kommt garantiert in der Kritik, naja, er kann halt keine Symphonien schreiben oder orchestrieren kann er natürlich auch nicht. Dabei sind das die originalsten Symphonien im 19. Jahrhundert nach Beethoven. Die werden immer unterschlagen. Das heißt immer, Brahms hat dann sozusagen das Erbe angetreten. Aber ohne diese 4 Symphonien von Schumann wären auch die Brahms schon nicht so entstanden. Sie sind ja nun, ich will Ihnen nicht sagen, Schumann-Spezialist, aber Sie sind auf alle Fälle ungeheuer engagiert für Robert Schumann und sein Werk. Ich glaube, das ist generell so, dass Leute, die sich in Schumann verguckt haben, auch eine bestimmte Verantwortung spüren, sich mit diesem Werk auseinanderzusetzen und es zu vermitteln. Ja, aber es ist eben auch nicht nur, weil es sein muss, sondern es ist wirklich die Begeisterung, es so rüberzubringen, wie es ist, also wie so stark, wie es nur sein kann. Und das ist bei den großen, berühmten Werken wie Karneval fürs Klavier oder dem Liederkreis oder den Heine-Liedern ist es einfach. Aber wenn Sie zu den etwas verschrobenen Stücken kommen oder eben manche Orchester, Ouvertüre, Scherzo und Finale wird auch überhaupt nie gespielt, dann die allerletzten großen Paradiso und Peri zum Beispiel und so. Es gibt zwei große Klavierorchesterwerke, Introduktion, Allegro Appassionato, da wird das erste manchmal gespielt, das G-Dur, das zweite D-Moll ist sozusagen vergessen und da habe ich nicht, weil es unbekannt ist, angefangen, sondern weil es mich halt berührt. Es berührt mich wirklich und ich möchte diesen Moment, wie er mich berührt, auch versuchen rüberzukriegen, dass die Leute das miterleben können. Also was mich anbelangt, muss ich Ihnen sagen, das ist Ihnen heute Abend wirklich gelungen. Aber trotzdem habe ich noch eine Frage zu dem Konzert. Spielen Sie gerne Zugaben? Nach einer Weile schon. Also wenn genug gezeigt wird, wir würden doch jetzt gerne doch noch ein bisschen was hören. Oder das Publikum hat sehr herzlich gedankt.
dann kommt doch meistens eine Zugabe. Aber es gibt auch Länder, wo nur ein- oder zweimal geklatscht wird und dann gibt es meistens keine Zugabe. Es ist also nicht unbedingt nur das Schicksal des Schumann-Interpreten, dass nur ganz kurz geklatscht wird. Das passiert einfach so überall. Ja. Nee, das ist fast national verschieden. Also in Holland zum Beispiel und in England, da kommen sie raus, gehen zurück, noch einmal raus und dann ist vorbei. Und natürlich gibt es sehr, sehr clevere Zugabenspieler, die das wissen und sich sofort hinsetzen. Aber dazu gehöre ich nicht. Wie echt war das vorhin, dass Sie sagten, Sie versuchen sich zu erinnern an das? Na gut, vielleicht war es nicht ganz echt, aber es war so, dass ich es im Konzert, habe ich es bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Wenn Sie so Stücke dann irgendwann doch wieder ausgraben und sagen, nein, vielleicht kann ich die doch dann im Abend noch spielen, dann gibt es einfach so zwei Weichen. Selbst bei so einem ganz einfach gestrickten Stück gibt es dann zwei Weichen, wo Sie dann doch abbrechen können oder runterfallen können oder sowas. Deswegen war das auch an mich gedacht. Ja. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht, aber ich finde, wir haben genug an der Bar geredet. Sie können jetzt Ihr Bier in Ruhe weiter trinken, auch wenn es kein Kölsch ist. Und ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder in der Alten Oper. Vielen Dank.